Damit kommen wir nochmal zurück zu unseren Rotationskörpern. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Ihr Betrieb hat jetzt diese schönen gedrechselten Holzteile hergestellt und jetzt müssen Sie die lackieren. Und um zu berechnen, wie viel Farbe Sie da brauchen, brauchen Sie die Oberfläche. Also die Mantelfläche von Rotationskörpern, das werden wir uns jetzt überlegen, wie man die berechnen kann. Wir beginnen mal mit der Rotation um die x-Achse. Hier schon mal dargestellt, der Graph einer Funktion f von x. Wir interessieren uns jetzt für den Abschnitt zwischen a und b und lassen die Kurve hier um die x-Achse rotieren. Dann ergibt sich hier ein Rotationskörper und die Frage ist, wie groß ist die Oberfläche dieses Körpers? Wobei man jetzt der Genauigkeit halber dazu sagen muss, der Deckel und der Boden, den rechnen wir nicht mit. Die Mantelfläche berechnen wir jetzt wieder dadurch, dass wir zunächst eine Approximation der gesuchten Größe berechnen. Hierzu wird der Bereich von A bis B wieder in n Abschnitte unterteilt. Das kennen Sie langsam. Jeder Abschnitt ist gleich breit, nämlich Delta x. Und stellvertretend beginnt so ein Abschnitt bei xi und hört auf bei xi plus 1. Für die Mantelfläche gehen wir jetzt her und verbinden wieder die Endpunkte hier mit einer Geraden und lassen jetzt diese Gerade rotieren. Was dabei entsteht, ist wieder ein Körper. Für einen Abschnitt ist es jetzt dieser hier. Und wenn wir eine Strecke rotieren lassen und die Strecke verläuft nicht parallel zur Rotationsachse, dann erhalten wir einen Kegelstumpf. Also zeichne ich hier mal ein. Dieser eine Kegelstumpf hat die Mantelfläche mix. X steht dabei für die Rotation um die x-Achse. Wie groß ist jetzt diese Mantelfläche? An der Stelle lohnt sich ein Blick in eine Formelsammlung, zum Beispiel die Schneider-Bautabellen habe ich hier mal rausgesucht. Da steht für einen geraden Kreiskegelstumpf ist das hier die Mantelfläche. Hier ist der gerade Kreiskegelstumpf und wir sehen, die Mantelfläche berechnet sich zu Pi, klar, muss ja drin vorkommen, mal S. S ist die Länge dieser Strecke hier und dann multipliziert mit den beiden Radien zusammenaddiert. Wie kann man das jetzt übertragen auf die Situation in unserer Approximation? Dann ist dieses Stück hier der erste Radius R1, dieses Stück der zweite Radius R2 und jetzt sehen wir sofort, hier haben wir den Radius Funktionswert an der Stelle xi, hier steht der Radius Funktionswert an der Stelle xi plus 1 und wir haben hier die Länge der Strecke si. Damit ist also die Mantelfläche des einzelnen Kegelstumpfs gleich Pi mal Si mal und jetzt die beiden Radien addiert, f an der Stelle xi plus f an der Stelle xi plus 1. Die Strecke Si ist jetzt ein alter Bekannter, die haben wir ja bei der Bogenlänge einer Kurve berechnet. Jetzt
überspringe ich die näherungsweise Darstellung der Gesamtfläche und den Grenzübergang genauso, wie wir das bei der Bogenlänge bewerkstelligt haben, bekommen wir auch jetzt wieder einen Ausdruck für die Mantelfläche. Und zwar, wenn wir die Anzahl der Teilstücke gegen unendlich gehen lassen, dann geht Delta x gegen 0. Wir erhalten in diesem Ausdruck für die Länge wieder den Differenzenquotienten und im Grenzübergang wird daraus die Ableitung. Im Grenzübergang wird hieraus einfach der Funktionswert an der Stelle x, den haben wir dann zweimal, deswegen taucht in der Formel der Faktor 2 auf. Ich schreibe es mal auf. Wir erhalten die Mantelfläche zu 2π, das Integral von a bis b f von x. Das ist dieser Teil. Und dann wird das Ganze multipliziert mit der Bogenlänge SI und im Grenzübergang wird daraus Wurzel 1 plus f' an der Stelle x zum Quadrat dx. Hier steht die Mantelfläche eines Rotationskörpers, der aus der Drehung einer Kurve um die x-Achse entsteht. Deswegen muss hier auch noch ein x dazu. Dann noch die Mantelfläche eines Körpers, der entsteht, wenn wir eine Kurve um die y-Achse rotieren lassen. Hier dargestellt, also die Kurve dreht sich jetzt hier um die y-Achse, taucht dementsprechend nochmal auf der anderen Seite hier auf, so in etwa, und dann ist der Körper nach oben und unten hier begrenzt und wir haben gewissermaßen diese Oberfläche hier zu berechnen. Man könnte jetzt natürlich wieder mit Hilfe der Umkehrfunktion diese gesuchte Fläche berechnen. Das ist aber gar nicht notwendig, sondern es funktioniert hier auch wunderbar mit der Funktion selber. Wieder die Unterteilung in n Abschnitte der Länge Delta x von xi bis xi plus 1. Dann ergibt sich hier wieder aus der Rotation dieser Strecke ein Kegelstumpf nochmal farbig markiert, dieser hier. Dieser einzelne Kegelstumpf hat jetzt die Mantelfläche MIY. Jetzt können wir uns wieder überlegen, wie groß ist diese Mantelfläche? Wir brauchen natürlich Pi mal die Länge dieser Strecke hier, SI, mal die Summe der Radien, also die Länge dieser beiden Strecken.
Und das ist jetzt furchtbar einfach. Da steht jetzt nämlich einfach xi und xi plus 1. Genauso wie wir das gerade eben hinbekommen haben, auch wieder die exakte Mantelfläche, die wir suchen. Groß MY diesmal 2π von A bis B integriert und aus dieser Summe wird jetzt 2x, den Faktor 2 haben wir schon nach vorne gezogen und jetzt multipliziert mit derselben Länge wie gerade eben 1 plus f' von x zum Quadrat und daraus die Wurzel.